herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Neben mir steht der Bürgermeister der Stadt Vechta, Herr Helmut Gehls, und der erste Vorsitzende des AC Vechtas, Herr Ludger Spilz. Herr Spilz, es finden in Vechta im Reiterwaldstadion am 7. September zwei ganz besondere Motorradrennen statt. Was sind das für Motorradrennen? Ja, das sind wieder die Weltmeisterschaften, und zwar eine Doppelweltmeisterschaft, die wir auch im letzten Jahr gefahren haben. Sowas gibt es in Europa nur einmalig, das ist Vechta. Da sind wir auch ganz stolz drauf und wir hoffen, dass Petrus mitmacht. Das ist nämlich die 250 Kubikzentimeter Klasse und die 500er. Und die 500er fährt den vorletzten Grand Prix in Vechta. Das ist ganz was Besonderes und ist das Highlight schlechthin. Und warum läuft das unter dem Motto Flutlichtrennen? Ja, wir sind ja diejenigen, die damals das Flutlichtrennen erfunden haben. Und danach haben ja alle Veranstalter es nachgemacht. Aber das Original bleibt in Vechta. Wer sind denn in diesem Jahr die Favoriten und wo kommen die her? Ja, sie kommen natürlich aus ganz Europa, 6 Nationen, ist klar. Wir haben natürlich auch Deutsche dabei. Smolinski ist der Einzige oder derjenige, der den Höchsten noch gefährlich werden kann. Aber der Finne Kilmer Körpi liegt zurzeit mit Punkten vorne. Es ist wie bei Formel 1 und es wird in Vechta sehr, sehr heiß werden. Da sind wir schon mal ganz gespannt. Herr Gehls, die Stadt Vechta hatte ja in diesem Jahr schon zwei große Ereignisse. Einmal die Open-Air-Party NDR 2 und den Stoppelmarkt. Jetzt ein drittes Highlight, das Flutlichtrennen im Reiterwaldstadion. Was bedeutet das für die Stadt Vechta? Ja, das bedeutet alles. Also Sie haben zwei Ereignisse genannt. Die sind sicherlich auch große Ereignisse, aber da gehört zwingend auch das Flutlichtrennen dazu. Und Ludger Spilz hat gerade schon gesagt, das Flutlichtrennen ist hier entstanden. Die Idee und auch die Umsetzung. Und insofern ist das fester Bestandteil unseres Kultur- und Sportangebotes in der Stadt Vechta. Und gerade auch der AC Vechta macht ja nicht nur Sport, sondern er macht professionellen Sport. Und davon profitieren wir alle. Es ist etwas, was man nicht so einfach auf die Tagesordnung setzen kann und sagt man so einfach, wir machen ein Flutlichtrennen oder wir machen eine Weltmeisterschaft. Seit 8 Jahren tragen wir ja auch Weltmeisterschaften aus. Das muss man erstmal hinkriegen. Das können wir auch nur, weil es Leute wie Ludger Spilz gibt und seine Streiter, Mitstreiter, die organisieren das Jahr für Jahr in dieser großen Klasse und in dieser Professionalität. Und für uns bedeutet das, um zurückzukommen, alles. Es ist das sportliche Ereignis, das zwingend zu Vechta gehört und auch in Zukunft einen festen Bestandteil für Vechta Sport und Ereignisse haben wird. Und die Voraussetzungen sind natürlich hier auch in Vechta optimal mit dem Reiterwaldstadion eigens dafür geeignet, für ein Motorradrennen, dieses Stadion? Ja, das ist eigentlich jetzt nur noch für diesen Zweck in der Nutzung. Das ist auch gut so. Der Reitsport war ja mal Ursprung für dieses Stadion. Er ist zum Teil noch da, aber das Stadion lebt von diesem Ereignis, von dem Motorsport. Und wir haben es auch so konzipiert inzwischen, dass die gesamte Infrastruktur auf dieses Ereignis ausgerichtet ist. Das verdient dieser Sport auch. Er gebraucht einen guten Hintergrund. Und ich glaube, Ludger, wenn ich das so sagen darf, wir verteilen die Synergien miteinander so. Ihr holt die guten Sportler her und wir liefern das Stadion. Und damit haben wir genau das, was wir gebrauchen, um immer vorne dabei zu sein. Kommen wir mal auf die Auszeichnung der Stadt Vechta zu sprechen, auf das Goldene Hufeisen. Was ist das für eine Auszeichnung? Ja, das ist die höchste Auszeichnung, die wir für sportliche Ereignisse vergeben. Und das Hufeisen symbolisiert eben diesen Ursprung dieses Stadions. Und wir haben das jetzt nicht durch ein Motorrad oder auch sonst was ersetzt, sondern das ist dabei geblieben. Wir wollen darauf immer wieder verweisen, hier gibt es eine große, starke Tradition, die mit dem Sport verbunden ist. Und so weit sind ja Pferd und Motorrad auch nicht auseinander. Das stimmt wohl. Herr Spilz, wie sieht das Rahmenprogramm aus? Was kostet der Eintritt? Ab wann sind die Tore für unsere Zuschauer geöffnet? Also ich darf erst noch mal zwei Sätze loswerden. Es ist ein besonderes Highlight dieses Jahr, weil zum ersten Mal der Nachfolger von dem großen Rennfahrer Gerd Riss, sein Sohn Erik Riss, mit bei der Weltmeisterschaft mitfährt mit 17 Jahren. Und er fährt zum ersten Mal auf der Langbahn in der Welt, mit der Weltelite mit. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es da einen ganz heißen Kampf gibt. Denn er ist schon jetzt Weltmeister würdig. Also was ganz Besonderes. Und da sind wir, wie gesagt, ich sag's nochmal, sehr stolz drauf. Und ich glaube, die Zuschauer werden ein Rennen erleben, was sie noch nie gesehen haben. Ansonsten fangen wir schon am Freitag um 14 Uhr
mit den WM-Trainingen an. Das heißt, wir können das nur am Freitag fahren, weil wir am Samstag ja zwei Finals haben. Und das geht aus Zeitgründen nicht mehr. Es müssen 5 Stunden dazwischen liegen, bevor die starten. So, und somit wird um 14 Uhr am Samstag die erste WM gestartet und muss dann bis 15 Uhr durch sein. Und um 19 Uhr geht dann das Flutlichtrennen mit den großen Cracks los. Und dann, denke ich mal, sind wir schon eine ganze Ecke weiter. Aber wir haben auch noch humane Preise. Wenn ich sehe, dass in Polen das doppelte Geld genommen wird, wir nehmen nur 23 Euro für zwei Weltfinals an einem Tag. Wo kann der Zuschauer sowas schon sehen? In ganz Europa gibt es das nicht. Und Beginn war jetzt 14 Uhr? 14 Uhr am Samstag und 19 Uhr abends. Und unter dem Rahmenprogramm verstehe ich, dass wir da die Weltelite verpflichtet haben im Seitenwagen, was eigentlich von der FIM gar nicht gestattet wird. Fechter ist da die einzige Ausnahme, die das genehmigt bekommen hat. Und wie gesagt, auch da haben wir die 8 Besten aus Europa verpflichtet und die dann in den Zwischenläufen bei der WM ein Rahmenprogramm bilden, was sich sehen lassen darf. Mhm. Ja, schöne Schlussworte. Meine Herren, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen viel Spaß, viel Erfolg am 7. September im Reiterwaldstadion zum Flutlichtrennen. Auf diesem Wege möchte ich mich noch ganz herzlich bei der Stadt bedanken, vor allen Dingen bei Herrn Gehls, dass wir immer so eine Unterstützung erfahren dürfen, weil ohne dem geht das nicht und ohne Sponsoren geht es auch nicht. Und da gilt auch meine höchste Anerkennung für die vielen Sponsoren, die wir tatsächlich seit Jahren haben, weil sie sehen, dass in Pächter exzellenter Sport geboten wird. Das kann man dann nicht überall sagen. Gemeinsam sind wir stark. So ja. Ist es. Ja. Vielen Dank. Wir laden euch jetzt noch ein zum Filmfestival aus dem Oldenburger Münsterland. Das ist in der Freilichtbühne Lohne und das ist vom 19. bis zum 22. September. Wäre schön, wenn ihr kommen würdet. Da ist sie schon. Mama, hallo. Toll siehst du aus. Kann sich Papa freuen. Wir haben uns getrennt. Wer? Dein Vater und ich. Ja. Jetzt? Siehst aus wie so ein Juppie. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Das ist dein erstes Bier. Mein 5. Es ist schön zu sehen, dass es dir gut geht, Vater. Natürlich geht's mir gut. Denkt ihr, ich bin Patrick Sendin oder was? Komm her. Ich lasse mich von euch nicht für blöd verkaufen. Go! Ich glaube, ich hätte mir wehgetan. Was wollt ihr denn jetzt machen? Naja, in 3 Tagen kommen wir doch... 3 Tage? Madame, bleiben Sie locker. Ich bin locker! Na, Eierkopf? Hast du schon ein Mädchen? Er ist 13. Hey, ist das nicht Oma? Vater, mach jetzt bitte keinen Ärger. Das sind alte Leute. Was soll schon groß passieren? Muss was essen. Sie kommt nicht wieder, oder? Arno ist nett. Das kann man von Papa nicht behaupten. Führen wir das Leben, das wir wirklich leben wollen? Können wir nicht einfach irgendwo hingehen und Sex haben? Rechnung! Wem willst du damit was beweisen? Es gab meine Zeit, da wollte ich dir was beweisen. Man kann sich seine Familie eben nicht aussuchen. Ich habe im Internet diese unglaublich tolle Frau aufgetan. Würdest du die treffen wollen? Ist sie scharf? Mega scharf. 25? Ein bisschen älter. Dicke Brüste? Vater! Karl! Wie schön du bist. Ihr habt mir das Herz gebrochen. Es tut mir leid, ich wusste bis eben nicht, dass du eins hast. Weißt du, wie du eine Frau beeindrucken kannst? Wie? Gar nicht. Du musst nur etwas teilen mit ihr. Was du ganz toll findest. Kapiert man die Frauen irgendwann besser? Sehe ich so aus, als würde ich was von Frauen verstehen? Nein. Sieht Opa so aus? Nein. Gut. Ich wollte nur nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst.
Was machst du denn hier? Ich brauche dich. Sie kommen. Ich kann es fühlen. Hör zu, ich bin im Ruhestand und ich bin glücklich. Wir sind glücklich. Du hast seit einer Ewigkeit niemanden mehr umgelegt. Das ist was Positives. Dann nimm die Kleine eben mit, wenn du dich dann besser fühlst. Die Kleine kommt nicht mit. Nicht mit wohin? Ja? Ich wurde gerade vom MI6 ersucht, dich zu töten. Offenbar stehst du ganz oben auf Interpols Fahndungsliste. Was hast du gesagt? Du musst das Leben genießen, solange du noch kannst. Das ist hoffentlich eine Stange Dynamit in deiner Hose. Die habe ich mir für Notfälle aufgehoben. Naja, das ist doch irgendwie ein Notfall, oder? Hallo Frank, ich hab dich vermisst. Na, wie läuft's denn so? Ja, Frank, wie läuft's denn so? Ist da im Kofferraum ein Mensch? Ja. Gute Nacht, Edith. Gute Nacht, Margot. Halt, eine Sekunde. Wem schreibst du da? Ich schreibe an Avery. Avery? Was für ein Name ist das? Für Mädchen oder für Jungen? Ist das wichtig? Nein, ist nicht wichtig. Außer es geht um einen Jungen. Ich weiß, wieso du ein Junge bist. Und wieso? Na, weil du keine Haare hast. Ach so, ja. Manchmal gucke ich mir deinen Kopf an und stell mir vor, wie ein Küken rausschlüpft. Piep. Gute Nacht, Agnes. Werd nie älter. Mr. Gru, Agentin Lucy White von der AVL. Sie müssen mich leider begleiten. Oh, Verzeihung. Der Fliegstahl! Nennen Sie Ihre Waffen erst beim Namen, nachdem Sie sie abgefeuert haben, Mr. Gru. Ein Beispiel. Lippenstift-Schocker! Los! Verbrecherliga, die sich dem Kampf gegen das weltweite Verbrechen verschrieben hat. Ein neuer Schurke ist aufgetaucht. Als Ex-Schurke wissen Sie, wie ein Schurke denkt und handelt. Deshalb haben wir Sie hierher bringen lassen. Oh Mann, wie 1000 Stecknadeln! Ich bin der Direktor der Liga, Silas Ramspopo. Popo? Sehr lustig. Ist das wahr? Du rettest die Welt? Ja, das tue ich, Baby. Gru ist wieder am Start. Mit coolen Autos. Spitzentechnik. Wie funktioniert sie? Und mit Waffen. Hey, soll ich dir was zeigen? Karten fürs Weiße Haus. Dein Dad hat ein Vorstellungsgespräch beim Secret Service. Das ist echt cool. J.
John Cale. Warum willst du zum Secret Service? Es gibt keine wichtigere Aufgabe, als den Präsidenten zu beschützen. Auf dem College hattest du Mühe, einen Dreierschnitt zu halten. Du hast Agent Todd nicht anzusehen. Also wenn Agent Todd weiter solche Laute von sich gibt, werde ich ihn erst richtig ansehen. Hast du den Job? Ja, sieht ganz gut aus. Du weißt ja, wie es ist. Die müssen das noch besprechen. Für alle, die jetzt erst einschalten, wir haben eine Sondermeldung aus Washington. Hier ist John Cale. Ich bin im Weißen Haus. Alpha One, habt ihr das Ziel? Positiv. Der Präsident ist mit uns in der Bibliothek. Ah, das ist eine Bibliothek. Ich will da nicht reingehen. Ah, das ist so dumm. Zu mir, Mr. President! Los, los, los! Übrigens, John Cale. James Sawyer. Den Präsidenten in Sicherheit bringen. Meine kleine Tochter zählt auf mich und ich werde sie nicht im Stich lassen. Die Explosion im Kapitol war ein Ablenkungsmanöver. Hier geht es um mehr. Um was? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich mache, was Sie machen. Das mache ich nicht. Raus, 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 raus! Ich weiß, ich stehe noch Frieden, aber jetzt raus mit dem Teil und an die Arbeit. Ganz genau. Hab die Panzerfaust verloren. Verloren? Wie kann man eine Panzerfaust verlieren? Keine Bewegung! Schießen Sie! Nein, nicht schießen! Schießen! Das war's dann auch schon wieder von uns. Tschüss!